Ja, kann definitiv schlechter sein. Wir verstehen echt, den Freelife und eigentlich im Bootfarming. Deswegen bin ich heute bei der Laura. Ich wollte ja heute über das Bootfahren auf der Isar reden, was wir natürlich mega verstehen können. Also gerade bei dem Wetter, 35 Grad heute angesagt. Aber es gibt mega viele Fragen, die jetzt nicht ihr euch fragt, sondern ich mir persönlich natürlich auch. Und deswegen die Frage an dich, Laura. Was sind grundsätzlich die Regeln? Die Regeln. Wichtig ist schon mal zu wissen, wann darf man überhaupt auf die Isar fahren, weil es ist seit ein paar Tagen möglich oder seit dem 1.6. bis 15. Oktober grundsätzlich. Warum erst ab dem 1.6.? Spielen vor allem Fische hier eine große Rolle, ja, die hier ihren Rückzugsort brauchen zum Laichen und diese Ruheplätze sollen nicht gestört werden. Hinzu kommt jetzt aber im Juni unsere Kiesbrüter, also geschützte Vogelarten, die an diesen Kiesbänken brüten. Und diese Kiesbänke sind auch markiert mit unseren Schildern, ja, dass man dort nicht anlanden darf, man darf da auch nicht baden. Was natürlich bei dem Wetter mega wichtig ist, ist viel trinken. Anbieten tut sich da eigentlich ein Tragebier, oder? Schon, aber muss ich euch leider enttäuschen, ist grundsätzlich nicht erlaubt. Glasflaschen sowieso bitte nicht mitnehmen. Nimmt Plastikflaschen mit, auch wenn Plastik nicht super ist, aber dann bitte auch in den Rucksäcken. Einfach verstauen, nicht in die Isar werfen, das räumen wir nämlich wieder raus. Und beachtet auch hier dieselben Regeln wie im Straßenverkehr.